Wie sieht es hinter den Kulissen einer Pferdeshow aus? Was verdienen die Darsteller? Sind die Pferde wirklich glücklich? Und was sind die größten Herausforderungen? Diese Fragen und noch weiteres werden wir im heutigen Video klären. Ich bin nämlich hier heute in Graz bei der Cavalluna zu Gast. Das ist eine der beliebtesten Pferdeshows in Gesamteuropa. Und wir haben jetzt eine Backstage-Führung und werden uns mal anschauen, wie es da im Hintergrund so aussieht. Ihr habt mir auf Instagram auch in den Fragensticker ganz, ganz viele Fragen gestellt, die wir dann auch beantworten werden mit einer Darstellerin. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und gehen los. Wir sind jetzt auch schon im Backstage-Bereich. Ihr seht hier im Hintergrund schon die ersten Reiter, die sich aufwärmen. Und wir haben heute eine geführte Tour. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und auch sagen, was wir heute jetzt hier hinter den Kulissen so erleben werden? Ja, gerne. Also ich bin Iris und ich arbeite bei Cavalluna in der PR. Und ja, ich führe euch heute einfach mal rum, zeige, wie hier alles abläuft, wie sich die Reiter direkt vor der Show vorbereiten. Und was einfach in der Stunde vor der Show passiert. Ja, also hier siehst du eben den Bereich direkt hinter der Bühne. Da sind unsere drei Tore, durch die die Reiter dann in die Arena gehen. Die werden alle von Hand auf und zu gemacht. Ja. Und da vor den Bildschirmen, da steht der Stage Manager. Das ist quasi der Chef der Crew. Und der sagt über Funk allen Mitarbeitern, was sie während der Show die ganze Zeit machen sollen. Das heißt, er sagt denen an den Toren, wann sie die aufmachen sollen. Er sagt, wann die Requisiten vorbereitet und reingebracht werden sollen. Wann Reiter reingeschickt werden. Also der muss echt alles im Blick haben. Hier ist eben unser Masken- und Kostümbereich, der dicht an der Bühne ist, sodass sich die Tänzer mal kurzfristig umziehen können, wenn einfach schnelle Kostümwechsel nötig sind. Da sieht man schon, dass schon Schuhe vorbereitet werden. Was passiert eigentlich mit den ganzen Kostümen und Requisiten, wenn die Show jetzt zu Ende ist? Wir haben ein großes Lager in Berlin, da werden die hingebracht. Und wenn es geht, dann irgendwie in der Zukunft nochmal verwendet für andere Sachen. Also vielleicht ein bisschen umgearbeitet und so lange einfach aufgehoben. Wir haben in München immer zweimal im Jahr noch so Zusatzshows. Das ist ein anderes Format. Das sind Kindershows und da wird auch eine andere Geschichte erzählt und so, aber da kann man dann zum Beispiel solche Sachen gut verwenden. Ja, da wird es sicher umgehen während der Show, wenn dann wirklich mal mehr reinsprintet irgendwie. Man sieht dann auch teilweise, wie er dann außerhalb des Bühnenbereichs dann irgendwie so die Tänzer im Dunkeln hier hinterrennen durch den Vorhang hier schnell, weil die haben halt echt teilweise irgendwie 8 verschiedene Rollen oder so während der Show. Ja. Die Kostüme sind auch extra so gebaut, dass man die ja ganz schnell auf und zu machen kann und dann rennen sie wieder raus. Ist es schon mal vorgekommen, dass wirklich jemand das nicht rechtzeitig geschafft hat? Und was macht man dann? Also einfach improvisieren oder wie? Ja, genau. Also ja, das kommt natürlich mal vor, wenn irgendwie ein Kostüm klemmt oder was. Man hängen bleibt irgendwo. Oder auch bei Pferden natürlich, dass irgendwie ein Pferd mal, weiß ich nicht, ein bisschen rumspinnt und dann nicht rechtzeitig zur Tür rausgeht oder so. Ja, dann wird improvisiert, genau. Und oft ist es dann so, dass die Zuschauer das gar nicht merken, weil die wissen ja nicht so genau, wie es sein soll. Ja. Und wir können es natürlich in- und auswendig, aber meistens merken die Zuschauer es gar nicht. Also das Shire Horse gefällt mir irrsinnig gut. Ja, das ist Wahnsinn. Toll, gell? Ja. Ja, hier seht ihr einfach den technischen Bereich, wo alles zusammengeführt wird. Wir bauen quasi alles, was man in der Halle sieht, komplett auf und nehmen das immer mit. Also alles, was hier, diese ganze Wand, alles, was da oben hängt, innen drin, den ganzen Bühnenbereich. Wie viele LKWs habt ihr dann voll, wenn ihr von Stadt zu Stadt zieht? Viele. Also ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so um die 15 oder so. Also allein schon das ganze Heu und Stroh für die Pferde, dann eben die Stallzelte, dann eben diese Gummimatten allein sind schon irgendwie viele Tonnen. Ja. Wir haben, glaube ich, 150 Tonnen Sand, wenn ich mich nicht irre. Der Sand wird auch wirklich mitgenommen. Der wird auch mitgenommen, dann natürlich auch Traktoren, um irgendwie den Sand halt wieder auszubreiten oder wieder einzusammeln. Die Pferde selbst sind da auch mit einberechnet oder wie werden die transportiert vom Show? Genau, ja, die Pferde werden auch in großen Transportern transportiert, wo dann irgendwie 10 Pferde oder so reinpassen. Die werden nicht von der einen Show zur nächsten gebracht, sondern die sind immer nur am Wochenende in der jeweiligen Showstadt. Da sind sie in Stallzelten untergebracht, aber Montag bis Freitag sind die dann in einem zentral gelegenen festen Stall, wo die dann einfach ganz normal Pferd sein dürfen. Also sie haben einen Heimatstall. Genau. Hast du selbst einen Bezug zu Pferden? Oder ist das? Also ich reite auch schon, seit ich ganz klein bin. Ja. Und so bin ich auch zu Cavalluna gekommen. Okay. Weil ich bin selber früher als Kind öfter mal als Zuschauer gekommen. Ja. Und dann habe ich mich halt hier beworben nach dem Studium. Und das hat dann sofort funktioniert? Also das war einfach initiativ. Die haben dann zufällig was Passendes für mich. Und das freut mich natürlich auch total, weil ich ja selber auch Reiterin bin und dann hier natürlich sehr begeistert. Und wie viel hast du mit den Pferden zu tun? Also kannst du da auch mal irgendwie aushelfen jetzt bei diesem Pferdebereich? Es ist so, dass es relativ getrennt ist. Also die Pferde, die gehören eben ja auch nicht uns als Firma, sondern die gehören den einzelnen Reitern oder Equipen und die kümmern sich eigentlich selber um ihre Pferde. Und ich kann natürlich da auch immer in den Stall gehen und Pferde streicheln und so, wenn ich mag, aber die kümmern sich natürlich schon großteils selber drum. Und die Sprache ist wahrscheinlich Englisch bei euch, oder? Oder die Basissprache jetzt unter den Reitern wahrscheinlich auch? Also das ist eigentlich sehr gemischt. Also
Spanisch, Englisch, teilweise Französisch, Italienisch. Also die Reiter kommen überall her. Auch, es können auch nicht alle Englisch, aber es können auch sehr viele Spanisch. Also okay. Immer also so, wie sich es halt irgendwie ergibt. Mit Händen und Füßen genau, dann auch. Das auch ja. Wie lange braucht ihr da immer zum Auf- und Abbauen? Also es ist natürlich sehr eingespielt, ja. Aber der Aufbau beginnt Freitag ganz früh und dann ist Freitag ganz, ganz spät nachts zu Ende. Ja. Und der Abbau geht ein bisschen schneller, da wird sonntags nach der letzten Show sofort angefangen und dann bis in die Nacht reingearbeitet, sodass die Halle auf jeden Fall am Montag früh wieder leer ist, weil die dann teilweise schon anderweitig vermietet ist. Und wie viele Leute sind da bei dieser Show beteiligt? Auf der Tour dabei regelmäßig sind so um die 100 Leute und dann haben wir noch im Büro eben Marketing, IT natürlich und sowas. Ja. Das sind nochmal so vielleicht so 35, schätze ich. Also schon einige Leute, die da das alles zum Laufen bringen. Genau. Wir sind jetzt auch schon direkt vor den Stallzelten und wir finden uns jetzt eben direkt bei den Pferden und die Iris wird uns da auch durchführen und wird uns auch zeigen, wie die Pferde da leben. Hier kommen jetzt auch wieder Pferde, die direkt hier raus wollen. Wie viele Pferde habt ihr denn auf dieser Show mit? Wir haben immer so um die 60 Pferde dabei. Das sind schon einige, das ist ja wirklich wie ein voller Turnierstall teilweise, der da einfach auf Rädern ist. Mehr oder weniger. Genau, so ist es ja. Cool, ja gehen wir mal rein. Hübsche sind alles irgendwie ganz einzigartige Pferde, obwohl da so viele so ähnlich ausschauen. haben die Pferde auch, wie jetzt im Film, ihre Double-Pferde oder ist das so wirklich ein Pferd, das eine Rolle spielt mit einem Reiter? Das kommt drauf an. Also es gibt natürlich manche Rollen, die sind sehr speziell. Ja. Oder auch manche Pferde können sehr, sehr spezielle Sachen, die dann kein anderes Pferd kann. Aber es gibt natürlich wiederum andere Pferde, die, sag ich mal, mehr so normale Dressursachen machen. Die können dann auch mal ersetzt werden, wenn ein Pferd sich mal verletzt hat oder so, dann wird das ersetzt. Und bei den Pferden, die eben nicht ersetzt werden können, da ist es dann so, dass dann einfach die Nummer irgendwie umgestellt wird, dass man dann halt versucht, drumherum zu arbeiten sozusagen. Hast du ein Lieblingspferd da im Stall? Irgendeins, wo du sagst, vom Aussehen her oder vom Charakter, das magst du total gern? Also nicht eins, aber meine Lieblingspferde insgesamt sind eigentlich die Mini-Ponys. Okay, also da kommen wir auch gleich noch vorbei. Die sind halt so süß. Ja. Die müssen auch gar nicht viel können. Das ist auch so, wenn die in die Arena kommen, die müssen gar nichts machen und die Leute sind alle da ganz verzückt. Und da hat jedes Pferd seine fixe Box? Genau, ja. Hallo. Genau, die stehen immer in den gleichen Boxen, gleiche Reihenfolge und so. Hat da eigentlich jeder Artist oder jeder Darsteller seine eigenen Pferde mit oder lernen die sich kurz vor der Show kennen? Oder wie? Nee, genau. Aus? Jeder bringt seine eigenen Pferde mit oder jede Equipe. Die bilden die auch selber aus, die züchten die teilweise selber und wir sagen im Prinzip nur, wir möchten gerne euch jetzt als Gruppe zum Beispiel buchen, halt mit so und so vielen Reitern und Pferden und die bereiten sich dann selber vor und bringen ihre eigenen Pferde mit. Also sind die Reiter eigentlich auch alle quasi selbstständig und sind nicht bei euch direkt angestellt, sondern eben selbstständig? Genau. Wir engagieren die ganze Equipe und innerhalb der Equipe können die sich dann auch nochmal selber organisieren, welche Reiter sie dann zum Beispiel genau mitbringen. Wir stehen jetzt hier auch schon mit einer der sehr wichtigen Darstellern hier von der Cavaluna. Diana, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Was ist so deine Aufgabe hier? Mein Name ist Diana Pfeiffer, ich bin ein Teil der Show. Ich war vor 3 Jahren schon mit dabei mit einer Wassernummer. Dieses Jahr bin ich mein Mann dabei mit einer Feuernummer und eine Actionnummer mit 2 noch anderen Kriegerinnen. Die Lea würde gerne wissen, wie kommt man dazu, Darsteller zu werden bei der Cavaluna? Ich bin schon ewig Showreiterin gewesen. Ich komme aus einer Reiter- und Artistenfamilie. Mhm. Ich bin so aufgewachsen. Und damals kam Cavaluna zu mir. Ich hatte eine Nummer mit weißen Tauben. Ja. Und dann haben wir uns da kennengelernt und dann haben wir uns aber für die Wassernummer entschieden. Und so bin ich dann hergekommen. Also ich bin schon mein Leben lang Showreiterin und Artistin. Okay. Dann habe ich hier noch eine Frage. Und zwar, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wann hast du frei und wo wohnst du? Ich wohne zwischen Berlin und Leipzig, da habe ich einen eigenen Hof mit meinem Mann zusammen. Ich mache viel Reitunterricht, auch mit Kindern. Und also man hat nicht viel Freizeit. Ne? Man hat, sie haben 12 Pferde zu Hause. Man muss immer trainieren, immer arbeiten. Man will ja auch immer, ich sag mal, Leistungen bringen. Ne? Und natürlich hat man auch mal eine Woche oder mal Urlaub, wo man dann halt die Pferde, ich sag mal, in guter Obhut geht, wo man sagt, da ist Vertrauen da.
Das funktioniert alles, aber man tut schon sehr viel von seinem eigenen Leben opfern für euch, für die Pferde. Das ist so, ja. Dann habe ich hier noch eine Frage von der Lilly. Und zwar würde sie gerne wissen, wie das mit den Pferden ausschaut, ob die Pferde genug Freizeit haben, ob sie genug Bewegung jetzt außerhalb von der Show bekommen und ob sie mit diesem Leben glücklich sind. Was würdest du sagen? Ja, also glücklich ja, weil sonst, wenn ich nicht glücklich bin, ist mein Pferd auch nicht glücklich. Also wir machen das als Team. Ja. Und natürlich haben die Pferde zu Hause ihren eigenen Stall. Ja, ganz normal ihre Boxen, ihre Koppeln, ihren Auslauf. Ja. Ich gehe mit denen viel ausreiten, also wie ein ganz normaler Reitstall. Ja. Und wie, sag ich mal, wie ein Turnierpferd, wo am Wochenende mal auf ein Turnier geht. Okay. Ne? Ja. Und es ist halt natürlich Show, ist halt was anderes. Aber natürlich, wenn das Pferd nicht ausgeglichen ist oder nicht mit dem zufrieden ist, was ich mit dem mache, würde er das gar nicht machen wollen. Also, wenn die wüssten manchmal, wie, was, wo, dann würde es nicht funktionieren. Also es muss schon immer sehr viel Vertrauensarbeit da sein und ihren Ausgleich brauchen sie. Wie der Mensch auch. Wir brauchen auch mal einen Tag oder zwei Tage frei. Und so braucht das Pferd das auch. Ne? Und dann habe ich hier noch eine Frage von der Heide. Und zwar, ist die Musik bei der Show für die Pferde nicht total unangenehm? Nein, weil die Boxen sind andersrum. Also das heißt, die Arena ist total, wir könnten uns eigentlich normal in der Arena unterhalten. Okay. Also wir können so normal sprechen, wir würden uns voll verstehen. Mhm. Die Boxen sind extra nach außen gestrahlt, dass das Publikum die Musik und den Sound mitbekommt, aber nicht wir in der Arena und auch nicht die Pferde. Das denkt man immer, ja, aber es ist nicht so. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, was war dein denkwürdigster Moment in der Zeit von der Cavaluna jetzt oder vielleicht auch die damalige Zeit? Hast du da irgendein Ereignis, wo du sagst, da denkst du gerne dran zurück? Ja, meine Wassernummer. Ja? Wo ich hier angefangen habe. Okay, also gleich das war, ganz. Ja, ich hatte Vorreiten. Ich musste das erste Mal vorreiten, um zu zeigen, was ich mit meinem Pferd mache. Mhm. Und das hat dann so gut funktioniert und den Veranstaltern hat so gut gefallen, dass sie gleich gesagt haben, wir wollen jetzt gleich einen Vertrag machen. Cool. Wow. Das war halt ein schöner Moment. Und immer wenn ich in dieser Halle auch immer wieder bin, denke ich immer wieder daran gerne zurück. Ja, das glaube ich. Die Anfänge sowieso. Wie schaut es aus, wenn diese Show jetzt zu Ende ist? Die Grazer Show jetzt ist ja eigentlich die letzte Show. Ja. Was machst du dann mit den Pferden oder wie geht es dann weiter? Was sind die Pläne für die Zukunft? Wir fahren ganz normal nach Hause, haben dann 8 bis 9 Wochen Pause. Mhm. Also die Pferde werden normal weitergearbeitet, weiter trainiert. Man darf sie auch nicht sagen, ich stelle die jetzt komplett hin. Die sind trainiert wie ein Sportler und die muss man immer wieder trainieren, weil sonst fallen die komplett zusammen. Mhm. Und dann nach 8, 9 Wochen gehen wir nach München in den Cavaluna Park. Mhm. Und dort ist dann auch nochmal die Sommershow, für die Kids Sommershow. Ja. Und dann im Oktober fangen die Proben wieder ganz normal an für die neue Tour. Dann viel Spaß. Danke, danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und wie schaut es eigentlich aus, wenn sich ein Pferd da wirklich mal verletzt? Habt ihr Tierärzte, die da wirklich mit euch mitreisen, also angestellt sind? Oder kommen die dann in jeder Stadt einzeln her? Wie schaut das aus? Also es ist so, wir haben keinen Tierarzt fest dabei, aber es ist so, dass in jeder Tourstadt vor der ersten Show ein Amtstierarzt vorbeikommt. Ja. Der guckt sich die Pferde an, ob die alle in Ordnung sind, das Equipment, die Boxen, die Transporter und gibt dann auch einfach alles frei, dass die Pferde überhaupt auftreten dürfen. Und dann ist es eben so, wenn sich ein Pferd wirklich verletzt, dann wird einfach ein Tierarzt von vor Ort gerufen. Okay. Eine Frage hatten wir noch von meiner Mama hinter der Kamera. Die wollte nämlich unbedingt wissen, wie es da ausschaut, ob vielleicht auch so Romanzen innerhalb dieser Mitarbeiter entstehen, ob sich da Pärchen finden oder wie das so ein bisschen im Hintergrund abläuft. Ja, natürlich. Also manche kommen natürlich auch schon als Paare oder als Ehepaare, die haben sich da gemeinsam schon was aufgebaut, aber es entsteht natürlich auch was hier. Klar, wenn man so eng zusammenhockt, sag ich mal, 8 Monate lang reisen alle gemeinsam durch Europa, dann passiert natürlich schon mal was. Pferde verbinden dann auch nochmal zusätzlich. Genau, man hat dieselben Interessen, denselben Tagesablauf, das bietet sich ja auch an. Aber das ist natürlich schon auch viel Aufwand und auch sehr viel Commitment von den Leuten. Also die Leute geben schon wirklich ihr Leben auf, um hier dabei zu sein. Die machen das auch total gerne. Also es ist hier schon ein bisschen wie eine Familie. Was verdient man als Darsteller, wenn ich das jetzt mal komplett direkt fragen kann? Ich habe da nämlich auch einige Fragen über Instagram dazu bekommen. Ja, also das handelt jeder selbst aus oder jede Equipe mit unserem Produktionsleiter. Und es ist auch so, dass wir nicht jeden Reiter einzeln anstellen, sondern wir einfach quasi die Equipe als Ganzes bezahlen und die bezahlen dann wiederum ihre Reiter. Okay. Wo wohnt ihr? Wohnt ihr in Wohnwagen? Oder? In Hotels. Da haben wir natürlich auch eigene Mitarbeiterinnen, die sich nur um die Hotelbuchungen kümmern für die 100 Leute. Das ist natürlich auch nicht so einfach, immer in jeder Stadt in der Nähe von der Halle so viele Hotelzimmer zu finden. Aber es ist auch Ich habe gedacht, ihr wohnt in Wohnwagen, wie so auf großen Turnieren eigentlich. Nee. Passt du wer auf die Pferde auf? Ja, wir haben einen Stallwächter, der immer nachts da ist und auf die Pferde aufpasst. Okay.
den heutigen Eindrücken stelle ich mir das Showleben auf jeden Fall sehr, sehr spannend vor, aber auch sehr hart, also vor allem für die Darsteller. Die Pferde wirken auf mich eigentlich sehr zufrieden. Sie sind sehr ruhig, sehr entspannt. Also da ist überhaupt keine Hektik, wie ihr auch gesehen habt. Aber macht euch da selber ein Bild davon. Kommt mal her zur Cavaluna. Ihr könnt auch immer Backstage gerne durch die Ställe gehen. Da gibt es auch eigene Tickets, die ihr kaufen könnt. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Cavaluna für diese Einladung. Abonniert uns auch gerne auf Instagram, um nichts zu verpassen und einfach, wenn ihr live dabei sein wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.